Und während ich noch darüber rumgrübel, was ich eigentlich mal mit dem Barfuß mache, ihr seht das hier selber, der Barfuß hat pickepacke volle Lager, ist seit Monaten immer voll, ist, der bleibt RH8 und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich mit dem machen soll. Mal gucken, der spielt im Moment auch keine CKs mit oder so. Naja, mal sehen, was wir mit dem machen und dann switchen wir einmal auf Meindorf um und damit... Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, wir haben den letzten CK gewonnen. Das heißt, wir haben ja in der vorherigen Folge schon die ersten Kämpfe gesehen. Und ihr seht es jetzt gerade live, hier kommt das Ausrufezeichen hier links unten. Das heißt, wir haben auch schon einen neuen Gegner gefunden. Aber wir gucken uns erstmal noch das Sondern wir wollen ja hier rein, wir haben die Ottomans 80-54 geschlagen und dafür gab es sage und schreibe 780 EP, also es ist ein 30er gewesen und das ist natürlich an der Stelle schon wirklich krass. Kann man nicht anders sagen. Woran hat es aber gelegen? Es hat daran gelegen, dass wir gut verteidigt haben. In erster Linie, das sieht man hier, unsere Bases sind wenig mit Stern belegt, vor allen Dingen im oberen Bereich, 10er Bereich, ganz, ganz wenig. Das lag aber jetzt nicht unbedingt daran, dass der Gegner nicht gut angegriffen hat, sondern ich denke mal, es zermürbt einen natürlich, wenn während des CKs, ihr seht das hier, 1, 2 Angriffe, 3, 4 Angriffe, 5, 6 Angriffe, 7, 8 Angriffe und dann die unteren beiden sind noch der 7er und der 8er, das heißt 12 Angriffe fehlen dem Gegner einfach schon. Das zermürbt einem natürlich und da muss es schon richtig gut sein, um das wieder rauszuholen. Wir haben hingegen unser Standardprogramm eigentlich gut auf die Reihe bekommen, haben sehr schnell die allerletzte RH9 Base auch down gehabt. Ich muss eben mal gucken, welche das war. Das war hier der 20er, der hat ein bisschen länger gehalten, aber der Bärwolf hat dieser Base dann den Rest gegeben. Das gucken wir uns einfach mal an. Wie er das gemacht hat, hier hatte ich auch zwei Versuche drauf. Ich muss sagen, ich bin hier ja nicht kläglich gescheitert, aber ich hatte in meinem Versuch hier unten irgendwo an den Lagern meine Queen postiert gehabt und habe dann die Clanburg gelockt und wollte dann eigentlich einen Babydrachen noch mit dazusetzen, dass der mit die Clanburg verteidigt. Aber ich habe den hier am Rand nicht rausgekriegt und dann ist mir meine Queen da gestorben. Das macht der Werwolf hier viel, viel besser. Er kommt hier mit einer recht breiten Funneling-Truppe, die auch genauso gehen, denke ich mal, wie er sich das vorgestellt hat, nämlich so ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links. Das heißt, die Queen geht unten mit den beiden Golems und den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Magiern oder 4 Magier, die sind hier unten lang. Oben regelt der King mit ein paar Bowlern, ein paar Golems und auch mit Magiern dahinter. Also ich denke mal, das hat er sich genauso gedacht. Jetzt sind hier die 180 Grad komplett frei. Jetzt kann er hier seine Hock schicken, hat noch zwei Heilzauber und die gehen hier auch komplett durch. Und so ist das hier. Ein super 3-Sterne-Angriff gewesen. 22 auf 20, also hochgegangen. Wieder mal optimal für die ganze Truppe hier, wenn Leute hochgehen können. Aber wie ich schon gesagt hatte, hier waren auch schon andere Neuner drauf. Ich auch mit dem AFA und auch, ich glaube, es war mit dem Donner-Account. Macht aber nichts, er macht das hier viel, viel besser. Und so ist das hier ein verdienter 3-Stern gewesen. Jo, sauber. Okay, dann tummeln wir uns mal so ein bisschen nach oben und gehen hier in die ersten, ich sag mal, in die ersten letzten RH9er Bases rein. Das heißt, hier wird es jetzt auch schon schwierig. 30er Queen und 27er King in der Mitte, das ist maxed out hier. Und wie ich das auch so sehe, ist das auch von den Mauern her maxed out. Also der Kollege wartet eigentlich wahrscheinlich nur noch drauf, dass seine Queen noch 3 Level macht. Und dann wird der Clan, die Ottomans hier sicherlich den oder die Eika hier als neuen RH10 begrüßen dürfen. Und schöne Base hier, muss ich sagen. Auch vom Design her ist die gar nicht mal so einfach, ist so ein bisschen symmetrisch. So hatte man das ja früher. Heute baut man ja dann doch schon eher so Anti-3-Sterne-mäßige Bases, aber
diese symmetrischen Bases hier, die rechts und links gleich sind, die knackt man hier mit dem Go-Laloon oder auch mit dem Go-Hawk in der Regel. Und so waren das hier schöne 3 Sterne von Hater Hater. Komischer Name, aber ich glaube, er kann ihn nicht mehr ändern. Und dann ist das hier ein cooler 3-Sterner gewesen. Ja, und dann sind mir ja noch ein paar andere komische Sachen passiert gestern Abend. Das komme ich aber gleich mal zu. Das fand ich sehr, sehr witzig. Jetzt ist es auch online raus. Ich hatte nämlich einfach mal testweise mal einen Stream angeschmissen gestern Abend. Aber was heißt gestern Abend? Es war schon fast zu einer Uhrzeit, wo die ersten Bäcker schon wieder aufstehen. Und den haben wir schon gesehen gehabt. Den von Hank, glaube ich, auch. Waveliner auf die 16 hier. Und hab gedacht, ich schmeiß einfach mal einen Stream an, um mal zu checken, wie das überhaupt technisch geht und was da so geht und wie das mit dem Aufnahmeprogramm läuft. Einfach mal ein bisschen die Musik laufen lassen. Ich habe auch zu Anfang ganz wenig gesagt, weil ich wollte einfach mal testen, überhaupt wie es geht. Hört man was? Hört man mich? Und da musste ich auch ein paar Einstellungen erstmal vornehmen. Das habe ich dann zu Anfang auch nicht so geblickt. Ja, und plötzlich hatte ich dann 2, 3, 4 Zuschauer da mit drin. Die wollte ich zwar dann verjagen, weil ich dann natürlich gesagt habe, Leute, das ist nur ein Testscreen hier. Also hier gibt's nichts zu erwarten. Ich habe dann ein bisschen rumgefarmt, habe ein bisschen was gespendet. Also es war jetzt eigentlich für mich so ein ganz normaler Farmalltag. Und aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ich habe den Stream jetzt auch drin gelassen. Ich wusste nicht, dass der so spät kommt. Dass der so spät dann doch noch gerendert wurde von YouTube und mit hier in die Übertragung reinging. Das ist jetzt nicht schlimm. Ich lasse den jetzt drin. Also man findet ihn auch nicht direkt auf meiner ersten Seite, so wie ich das gesehen habe. Sondern man muss schon auf Videos klicken, damit man den dann überhaupt zu Gesicht bekommt. Und ich wollte den jetzt einfach, ich kann ihn auch irgendwie gar nicht löschen. Ich finde den bei mir nicht in meinen Videomanager. Und er hat jetzt auch schon fast 60 Aufrufe gehabt, hat sogar fast mehr Likes als meine anderen Videos, was ich überhaupt nicht verstehe. Das war echt nur ein Test. Aber ich finde das gut. Den Angriff auf die 14-Jährige, den will ich euch mal einmal von mir zeigen. Da ich ja nach wie vor nicht so der super gute Angreifer bin. Ihr seht das hier 15 mit 2 Sternen belegt. Und hier aber immerhin 1 Stern rausgeholt bei der 14. Das war jetzt mal für meine Verhältnisse. Also ich war an der Stelle mit mir zufrieden. Da ich hier im RH10-Bereich immer noch kein so guter Angreifer bin und da immer noch in der Findung bin, habe jetzt aber erstmal ein bisschen längere Zeit meine beiden Helden und kann jetzt sicherlich erstmal ein bisschen was üben. Aber hier wollte ich es denn auch mal mit Valkyren, Bowlern, Hexen und Golems im Gepäck einfach mal in diese Base reingehen. Das, was ich ja auch eigentlich immer dabei habe, ich habe eigentlich immer Mauerbrecher dabei. Das ist für mich ganz ungewohnt, dass ich mal keinen Mauerbrecher dabei habe und das Ganze hier nur mit Sprung mache. Klar habe ich dann natürlich die Slots für andere Truppen da. Hier zünde ich unter Umständen meinen King viel zu früh, weil der hat überhaupt noch nichts auszustehen. Aber die Queen geht rechts eigentlich ganz, ganz gut und ist jetzt noch relativ voll. Jetzt kommt gleich, jetzt kommen gleich dann meine Valkyren. Ich hatte zwar noch nicht ganz 180 Grad, glaube ich, geklärt. Ja, das war so gerade so eben. Aber ich habe schon gesehen, dass die ersten reingingen und warum ich das da jetzt in der Mitte gleich friese, das weiß ich selber nicht. Das ist, ich habe das im Nachhinein erst gesehen, habe gedacht, Alter, was war das denn für ein beschissener Fries? Ich habe das Rathaus gefriest und einen Tesla. Wow. Naja, aber ich habe das Rathaus bekommen und wusste eigentlich jetzt, dass die ganzen Valkyren in der Luftdeft draufgehen. Das war nicht so schlimm. Für mich war das hier vollkommen in Ordnung. Das ist jetzt nicht so der Ultra-Super-Kampf, aber wenn ich an dem Kampf ein bisschen arbeite und hier noch ein bisschen mehr feile, dann kann das durchaus auch mal ein 3-Stern werden. Also das war jetzt gar nicht, also für meine Verhältnisse, wie gesagt, war das ein guter Angriff, aber so habt ihr jetzt wenigstens auch mal einen RH10-Angriff von mir gesehen, den gab es ja nun wirklich sehr, sehr lange nicht mehr und den hatten wir schon gesehen von Hocke. Nochmal Hocke, Gara hatten wir auch schon, ich habe mir das ja notiert, den hatten wir auch schon. Da ist er. Ja, wir gehen hier unten ruhig rein. Müssen jetzt noch nicht diesen super 3-Stern, den wir im oberen Bereich schon gesehen haben, gleich sehen. Es soll noch ein bisschen die Spannung da sein, aber
Das war ein gelungener CK hier von uns, muss ich sagen. Fast alle haben angegriffen. Leider hatte ich in meinem vorherigen Video jemanden gelobt, dass ich eigentlich ganz froh war, dass er mal wieder dabei war bei uns. Den Praver, ich habe ihn dann auch persönlich heute wieder rausschmeißen dürfen, weil er nicht angegriffen hat, aus welchem Grund auch immer. Man kennt sich ja eigentlich auch aus den Gruppenkontakten, die man so hält. Und da verstehe ich das nicht, dass man hier auftaucht, ein CK mitmachen will und dann keinen einzigen Angriff mitmacht und sich auch gar nicht meldet. Das verstehe ich erst recht nicht. Na, wenn er nur geschrieben hätte, oh Leute, ich habe Schiss, na, dann ist das halt so. Oder ich habe keinen Bock oder ich kann nicht oder was auch immer, aber gar nichts zu sagen und nicht zu schreiben und Schweigen im Walde, das bringt es dann überhaupt nicht. Macht aber nichts, wir haben die Angriffe dann wirklich super kompensiert und auch der Norman hier wieder Rathaus 11 auf Rathaus 11. Hier ist allerdings, muss ich sagen, der Anspruch vielleicht schon ein bisschen höher angesetzt. Nur konnten wir hier schon in unserer zweiten Welle das Ganze eigentlich ganz entspannt angehen lassen und hatten gar nicht so den Druck, irgendwas hinterherzulaufen. Das ist bei uns auch selten, dass wir in solchen Situationen sind. Und dann konnte man sich hier ganz in Ruhe vorbereiten. Man musste jetzt gar nicht so die Riesenplanung an den Tag legen. Was machen wir? Wie gehen wir vor? Wo kitzeln wir noch einen Stern raus? Oder ein paar Prozent, je nachdem. Sondern konnten das hier eigentlich ganz locker angehen lassen. Und so waren das hier auch super zwei Sterne mit richtig vielen Prozent noch dran. Also im oberen Bereich, muss man sagen, lief das hier richtig krass. Und ich war auch ganz zufrieden. Ich habe ja mit einigen Chars teilgenommen. Aber ich muss eben mal ein Stück trinken. Ja, lecker. So ein Weizenbier. Ist erfrischend, gerade wo es heute so ein schöner warmer Tag war. Und so ein schönes kaltes Weizen dann. Das ist was Feines. Ja, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren hier bei unserem eigentlich wirklich gut organisierten CK. 3030, 87 EP. Okay, die EP, also ich interessiere mich nicht wirklich dafür, aber ist natürlich schön, dass man so Riesenschritte, ich sag mal fast tausender Schritte machen kann, hin zu Clan Level 13 und 84% hier, ganz starke Sache, gar keine Frage. Und dann gucke ich mal, ich kriege den Joker hier noch mit rein. Der Joker war sich heute auch sehr unsicher, was Angriffe anging, aus welchem Grund auch immer, ich weiß gar nicht, warum der Joker da so schüchtern war. Denn eigentlich ist er ein ganz solider Angreifer sein, also wesentlich solider als ich zumindest bin, weil er auch viel, viel mehr Erfahrung schon in dem Bereich hat. Und hat hier dann, glaube ich, erst die Nummer 7 gemacht oder erst die 4 und dann die 7. Und ich fand eigentlich, das waren gute Kämpfe hier, gute, saubere für unsere. Ihr müsst das immer bedenken, wir sind hier jetzt nicht der High-Level-End-Clan, also für uns sind hier 2 Sterne auf so starke Basis ein wahnsinnig guter Erfolg und wir feiern das dann auch hier. Also selbst wenn das nur knappe 50% werden oder so, dann wird das hier wirklich toll honoriert und deswegen machen wir uns auch nicht unbedingt so einen Kopf darum, so nach dem Motto, oh, der ist ja verkackt. 2 Sterne nur, das ist natürlich in unseren Breiten Blödsinn, da gibt es natürlich ganz andere Ligen und auch ganz andere Spieler und Spielerinnen, die das ganz anders angehen und das vielleicht nicht so casual machen wie wir. Deswegen ist das für uns hier absolut in Ordnung, wenn wir hier auf solche Bases hier schöne 2 Sterne holen. Ja, 57%. Der Warden schafft da noch den Magierturm in den 8 Sekunden 7. Jawohl, schafft er noch 58%. Was willst du mehr? Ist doch eine coole Sache gewesen. Aber ich glaube, den coolsten Angriff hat heute noch in diesem CK hier der Max hingelegt. Denn der Max hat hier 3 Sterne auf die 3 geholt, also 1 auf 3. Und das war schon wirklich ein krasses Ding. Den haben wir live gesehen hier. Der war auch zeitmäßig. Ich glaube, da waren nur, ich weiß gar nicht, 2-3 Sekunden oder so waren da noch über. Ich muss auch auf Replay drücken, damit wir das dann auch sehen können.
Und dann muss ich mal eben eine Frage beantworten. Okay, ich musste eben mal so ein paar Fragen eines Jung-YouTubers beantworten. Ich finde das ja, ich weiß nicht, ich bin ja mit den digitalen Medien jetzt nicht unbedingt groß geworden, aber die heutige Jugend wird da einfach mit groß, und warum soll ich da dann an der Stelle nicht mein Wissen und auch, ja, wer mich ein bisschen tiefer kennt, ich mache ja auch irgendwas in dieser Richtung beruflich, so richtig will ich das natürlich nicht verraten, aber ich bin jetzt nicht ganz fremd hier, was die digitalen Medien angeht, was so neue Medien angeht schon. Also ich kann mein Handy bedienen, das ist schon mal was, ja, also mit 51 ist das auch nicht selbstverständlich, und kann hier halt so ein bisschen was, aber vieles habe ich mir hier selber angeeignet. Ich weiß nicht, wie viel Tutorial-Videos ich geguckt habe, bevor ich hier mal angefangen habe, irgendwas zu machen. Das mache ich jetzt auch immer noch, gerade wenn das um so kleine Sachen geht, die mir dann unschlüssig sind, wie geht eigentlich irgendetwas ganz Spezielles, dann bediene ich mich dann nach wie vor den Medien hier, gucke Videos, gucke Tutorials und gucke natürlich auch viel Clash Royale, Clash of Clans und auch so ein bisschen Clash Royale, da eher ein bisschen weniger, aber ich gucke schon sehr viel Clash of Clans, finde das einfach krass hier, die Taktiken und so, was man hier machen kann. Und Supercell hält einen ja auch immer ganz nett bei der Fahne. Das heißt also, bringen wir mal ein bisschen Content, bringen Events hier. Die Clankriege sind jetzt schon 3 Jahre alt, das ist auch, finde ich, krass. Nachdem es natürlich hier die Clan-EP gab, beziehungsweise die Clan-Level, das war ja eigentlich nochmal so ein kleines Highlight, finde ich, was Clan-Sein angeht. Und Das finde ich eigentlich am besten, weil da hat man so als Clan richtige Ziele. Ja, wir wollen etwas erreichen, damit wir hier einen Boni mehr bekommen. Aber ihr seht hier ja den Max. Ich habe den einfach mal so nebenher laufen lassen. Ah, der war wirklich krass, der Angriff. Und irgendeiner hatte hier schon auf 3/4 gesagt, oh, das wird ein 3-Stern. Und das war wirklich knapp. Also auch die Zeit waren vielleicht noch 2, 3, 4 Sekunden oder so. Und war fast eine Punktlandung. Aber ich muss sagen, das war... Damit hat er sich hier einen Platz im Video verdient. So hieß das hier nämlich dann gleich. Nein, ich zeige hier, ihr habt es ja gesehen, ich zeige nicht immer die schönen Drei-Sternkämpfe, weil die den ganzen CK einfach nicht... den hat auch Max gemacht. Okay, das schenke ich mir mal, weil das dann den ganzen CK nicht widerspiegelt. Aber wir haben 20 Drei-Sterner gemacht. Das heißt, uns fehlen nur 10 Sterne. Und das ist schon... Das ist schon krass, von 90 möglichen 80 hier geholt. Und ja, war auch prozentual hier New Stars per Attack 1,45. Das ist eine richtig hohe Rate hier, die wir hier an den Tag gelegt haben. Und ich sehe gerade, oh, der Joker hat hier den heroischen Attack gemacht und nicht der Max. Da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Und ja, wie gesagt, war ein toller CK hier. Auf geht's in den nächsten. Ja, komm, damit schließen wir die Folge ab. Okay, das ist ein für uns nicht lesbarer Clan hier, Clan Level 10. Was haben wir auf unserer Seite? Wir gucken, checken hier mal 7 Elfer. Dann haben wir bis zum Flash hier 10er. Bis auf 13, okay. Und hier unten haben wir eh nur noch 9er. Da wir keine 8er mitnehmen. Der Gegner hat auf seiner Seite 7, hat 8, hat 8 Elfer, den gucken wir uns mal an hier, den letzten Elfer. Der hat hier auch schon eine Adler-Dev auf 2, okay. Ja, leicht benachteiligt, aber das ist nicht so tragisch. Ich glaube, hier waren wir auch bis auf 13, das ist sehr ausgeglichen, stimmt das? Ne, wir waren auf 15, das ist hier noch unser 9 halber. Ja, passt. Auch da gucken wir einfach mal rein. Also ich vergleiche das immer schon mal erstmal so ein Erstvergleich zu machen. Okay, die Helden sind auf jeden Fall kleiner, aber es stehen hier zwei Infernos, einer auf 2.
und einer auf Level 1, aber das ist, denke ich mal, machbar. Und dann geht es hier unten in den 9er Bereich. Der Gegner hat hier wieder einen 8er und einen 7er, okay. Ja, ich weiß auch nicht, wie das Matchmaking da zustande kommt, weil unsere letzten beiden 10er, der King und der Ragnar, die sind ja jetzt nicht gerade schlecht. Also das sind schon gute 9er und wollen wir mal gucken. Unser Gegner hat auch eine nette Serie, zwei Stück am Stück gewonnen, 206 gewonnene Kriege, das ist super. Da freut man sich drauf, wenn man solche Matches hier sieht und da darf man gespannt sein, wie der hier ausgeht. Und freue ich mich drauf, ich bin ja auch, glaube ich, wieder mit einigen dabei. Und dann gucke ich mir gerade mal meinen direkten Vergleich an. Oh, ich bin ein bisschen höher gerutscht hier. Sehe ich gerade hier, ja. Ich bin ein bisschen höher, weil, ich weiß gar nicht, Marcel, WWW8, ob die vor mir waren oder nach mir waren. Ich bin 10. Wir machen mal den direkten Vergleich hier auf 10. Schauen wir mal, oh, das ist schon ziemlich hoch. So einen Druck bin ich natürlich gar nicht gewohnt. Und muss mich hier mit 36, 31er Heldenpärchen rumschlagen. Starke Base hier. Jo, das ist aber nur der direkte Vergleich. Das ist nicht unbedingt den, der ich machen muss. Aber ja, das sieht ganz gut aus. Die sind schon auch auf Max. Ja, da muss ich mich jetzt leider mal ein bisschen mit abfinden, dass ich so langsam in die Region komme, wo es hier auch für mich ein bisschen schwieriger wird. Na gut. Kann nichts machen. Machen wir. Fighten wir weiter. Und ich sehe das grundsätzlich positiv hier. Ich habe ja heute relativ wenig gefarmt. Will gleich noch ein bisschen mit diesen Truppen hier einmal angreifen. Mir fehlt hier noch für das Hockrider-Event eine Hocktruppe und danach übe ich hier nochmal mit dieser Truppe hier. Denn die fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Damit habe ich im ersten Angriff im CK angegriffen. Und das, was wir aber, glaube ich, machen können, wir können hier die Treasure die mal einsammeln. Denn wir haben noch was zum Upgraden. Ich sehe, dass mein vorletzter Bogenschützenturm auch ausläuft heute noch. Ja, dann habe ich schon mehr Bobs frei. Das ist natürlich doof. Und es ist, glaube ich, einer auch wieder fertig geworden. Deswegen müsste das eigentlich hier mein letzter Bogenschützenturm sein, so wie ich das überblicke hier. Manchmal verliere ich hier den Blick in meinem Dorf. Wollte eigentlich schon was anderes machen, nämlich für 5 Mille. Hätte ich auch hier so einen Minenwerfer machen können, aber die habe ich in meiner Prio-Liste nicht gerade sehr weit hoch angeordnet, sondern ich versuche erstmal, ich finde die Bogenschützentürme, Luftdev, Tesla und die Infernos sind erstmal, ja, ich weiß nicht, hatte für mich Priorität. Vielleicht ist das für euch anders, die Reihenfolge, aber ich werde auch irgendwann mal erklären, wie ich hier eigentlich mal rangegangen bin. Auch bei meinen Neunern, wie man eigentlich ganz sinnvoll upgraden kann. Immer mal mit Held, mal ohne Held. Und ich würde sagen, wir stoßen den an für 7 Mille. Dann haben wir noch ein bisschen was. Dann haben wir noch Ziele. Und wir haben noch 4 Tage, 4 Stunden Zeit. Ja, da muss ich mal gerade gucken, ob das auch die richtige ist hier hinten. Es ist zwar nicht viel, aber es ist etwas. Wir machen eine Mauer. Ja, dann habe ich einen Auftrag. Ich muss erstmal gleich wieder 2-3 Ligen runtergehen, um mit meinen Kobolden wieder ein bisschen rumzufarmen. Aber erstmal wird gleich ein bisschen geübt. Und dann haben wir jetzt doch noch eine längere Folge hingelegt für heute. Für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben CK gesehen, wir haben ein bisschen Dorf-Update gesehen, wir haben ein bisschen über, ja, vielleicht mal einen Stream gesprochen, der vielleicht mal irgendwann kommt. Also so ab Mai plane ich mal so die ein oder andere Stunde mit euch zu machen. Das muss ich mal ein bisschen mit meinem Clan koordinieren, dass wir da vielleicht Live-CKs dann in den Stream reinbringen. Wird sicherlich abends werden, das heißt also jüngere Zuschauer werden das unter Umständen nicht sehen, aber ich habe mich da jetzt gestern auch überraschen lassen, dass es da dann wohl doch noch welche gibt, die auch zu so unmöglichen Zeiten aktiv sind wie ich. Und wie gesagt, wenn euch das Video hier gefallen hat, wenn ihr noch, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch kein Abonnent bei mir seid. Am Ende dieses Videos könnt ihr mich abonnieren und dann sehen wir uns ganz sicher wieder in dieser Woche, wenn der Toto wieder clasht.